Услана дороженька ковричком. Кто эту дороженьку устилал? Кто эту дороженьку устилал? Устилал добрый молодец. Устилал добрый молодец. Часто к отестюшке ежучи, часто к отестюшке ежучи, дорогие гостиночки вожучи, дорогие гостиночки вожучи, первые гостиночки ласковые слова, первые гостиночки ласковые слова, вторые гостиночки зелена вина, вторые гостиночки зелена вина, третьи гостиночки сам сударь на двор, третьи гостиночки сам сударь на двор, зато его тестюшка полюбил, зато его тестюшка полюбил, на почетное местечко посадил. Es ist nicht okay. Okay. Nee, nicht okay. Nicht okay. Ja. Ihr arbeitet für das Dorf als Ausgleich, wie es üblich ist. Goran im Walde mit eben jenem jungen Jäger, der tatsächlich etwas unruhig ist. Er versucht sich zusammenzureißen, aber er ist halt noch voller Tatendrang und jugendlichem Elan. Ja, irgendwann, wenn er ein bisschen zu aufgeregt ist, würde Goran auch sich umdrehen, ihn ansehen. Die haben ja eine Sprachbarriere, ne? Habe ich richtig verstanden? Ungefähr so, wie wir es umsetzen. Rede einfach und ich mache irgendwas draus. Ja, er macht und deutet so mit der Hand so nach unten, so nach Motto, komm runter. Und würde dann leise und langsam vorpirschen. Da, so Toschni. Ja, und ihn immer wieder korrigieren, wenn er Fehler macht. Er ist sehr streng. Okay. Er nimmt sich deiner Lehren an. Sehr gut. Ihr habt auch Erfolg. Ich werde trotzdem natürlich ab und an so tun, als würde ich Ausschau halten noch und vielleicht auch mal irgendwo auf dem Baum kraxeln oder so und mal gucken, wenn wir irgendwie eine Lichtung haben oder so. Nicht nur seid ihr glücklich und könnt ein junges Reh erlegen. Bam. Auch kannst du beruhigten Gewissens sein, da du keine Zeichen siehst, die für etwas Widernatürliches sprechen. Natürlich ist die Natur voller Leben und voller Pracht, so wie sie sein soll. Die Wälder sind grün, so wie du sie auch aus deiner Heimat kennst, etwas wärmer mit einigen Pflanzen, die bei dir nur selten oder gar nicht vorkommen. Aber sie wirken nicht von jener Unnatürlichkeit, wie du sie an jedem schrecklichen Ort beobachten musstest. Sehr gut. Was ist das für ein Fest, was ihr da vorbereitet? Sag ich dann, wenn ich gerade dabei bin, vielleicht irgendwie das Reh schon mal ein bisschen zu behandeln. Kupala. Kupala? Kupala kennst du, feiert man eigentlich überall. Die Heirat von Feuer und Wasser, das ist die längste, erzähle ich gerade Scheiße, ich glaube, das ist der längste Tag des Jahres, oder? Sommersonnenwende, ja. Das ist ein ausgelassenes, fröhliches Fest, da werden viele Verlobungen geschlossen und viele Hochzeiten. Und da gibt es ein richtiges Festessen und dann beginnt halt die Erntezeit. Das ist quasi der Höhepunkt des Sommerjahres, der Höhepunkt des Lebens. Das an sich ist nicht ungewöhnlich. Ein frivolen Beigeschmack nach dem, was du geschrieben hast. Was heißt frivol? Ja und nein. Freie Liebe. Ja. Kann sein. Das ist einfach das Woodstock-Festival dieser Welt. Kann durchaus sein. Einer Frau, wenn ihr jemals verziehen würde, dass sie ihre Jungfräulichkeit aufgibt vor der Ehe, vielleicht sogar mit einem anderen, dann an diesem Tag. Und die Tänze sind schon eher suggestiv, die man da auch so und so weiter. Und von dem, was du bisher gesehen hast, scheint das hier unten noch etwas exzessiver zu sein. Ja, er lächelt etwas und sagt, und, hast du schon eine? Und macht so eine, mit so zwei Fingern so Augenbewegungen.
Jetzt, na. Ach komm. Wie es Lava. Hübsch. Wangen. Aber. Ich knuff ihm so gegen die Schulter ein bisschen so. Nächste. Sieht zu jung. Und vielleicht ich Jurai dieses Jahr. Dann nicht. Na. Er blickt plötzlich zu Boden. Wir gehen zurück. Weg noch ein Stück. Hier in der Nähe der Wolf nicht uns riechen. Komm. Dabei. Ja, wenn der Wolf sagt, dann nicke ich einfach nur eifrig. Und ich gehe mal davon aus, dass ich kräftiger bin als er, deswegen werde ich mir dieses Mistfeder. Ja, es ist kein Hämftling. Aber selbstverständlich bist du stärker, schon klar, Goran. Du bildest dir auf jeden Fall ein. Was anderes ist mir egal. Deswegen werde ich es ihm auch zeigen, indem ich diesen Shit trage. Mein Gott, bist du unsicher. Ich meine natürlich cool. Stolz heißt das. Naja, Sir, du bringst das Tier zurück. Ja. Ja. Das ich erlegt habe. Das? Ja, natürlich. Klopfst dir auf die Thymusdrüse. Na klar. Mein Testosteronspiegel ist so dolle angestiegen gerade. Milan. Ja. Wie versuchst du dich einzubringen? Naja, der wird mir schon irgendwas sagen, was ich brauche. Ansonsten. Mir fällt gerade nicht so richtig was ein, wofür man so einen richtig kräftigen Typen braucht. Ist doch quasi, ja, eben schwere Sachen treppen oder es ist ja die Verheiratung von Feuer und Wasser, richtig? Das heißt, man braucht Feuerholz. Es wird ein riesiges Lagerfeuer entzündet, ja. Das ist richtig. Genau. Bäume, Hellen. Kein Problem. Okay, du schließt dich jenen Burschen an, die Bäumchen fällen. Man wird natürlich nicht so ein Riesenteil abroden, aber halt schon Bäumchen, da muss man auch zulegen. Eine schweißtreibende und schwere Arbeit. Und du bist auf jeden Fall 50 Mal stärker als die Typen. Nice. Einige bewundernde Blicke. Auch mitunter dann natürlich zumindest das Zurückschleppen der Baumeinheiten beobachtet werden kann. Bewundernde Blicke auch der Maiden des Dorfes. Von dem, was du erkennen kannst, ist bisher nur eine der jungen Frauen versprochen. Nur eine trägt ein güldenes Band im Haar. Einer das der. Ist ungewöhnlich wenig wahrscheinlich, oder? Viele von denen scheinen eher jung. Also im bäuerlichen Kreise wird man ja meistens erst wirklich mit 18 bis 22 verheiratet. Viele von denen scheinen noch etwas jünger, aber tatsächlich ist es möglicherweise sehr wenig. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass die Verlobung in einigen Dörfern ist es üblich, wirklich nur Kupala geschlossen werden und dann im Laufe des Jahres geheiratet wird. Kann sein, dass sie schon alle jetzt verheiratet sind und erst die ganzen Verlobungen wieder in 4 Tagen kommen. Möglich, aber ist nicht genau zu sagen. We will see. Hier, lass es mir auf jeden Fall nicht nehmen, quasi. Wie die anderen Jungs wahrscheinlich auch, ne? Entsprechend kräftig zu sein und dementsprechend mal so die Blicke der Frauen zu genießen. Natürlich. Einer der Burschen klopft dir kumpelhaft auf die Schulter. Du kannst Tag nach morgen kämpfen mit Jurai. Warum? Wir in 2 Tagen Jurai macht
Kampf mit 12 Männern. Muss bezwingen alle. Warum? Ah, ne. Weil Juraj bezwingt die 12 Burschen. Bezwingt die 12 Monde. Okay. Klar. Aber du darfst Juraj nicht zu schlimm. Hm? Muss dich trotzdem, muss bezwingen. Hm? Sonst musst du sein, Juraj. Also, er kriegt einen vernichtenden Blick des anderen Begleiters. Ah, nein. Ja, du nicht, Juraj. Hm? Nur Scherz, du machst nicht Zweikampf. Du Gast, du bist Gast. Weiter Reise, ich gehört. Ah, hier, Baumstamm. So groß, nicht mal du kannst tragen. Ah. Oh, er kann tragen! Ich nehm den Baumstamm auf die Schulter und wupp ihm halt ihm gegenüber, so dass er quasi das Ding auffangen muss. Und wahrscheinlich dann fällt, also, ne? Ja, schon. Ja, schon. Aber wo du herkommst, isst jeden Tag ganzes Schwein, hm? Rehe. Schmecken besser. Na, jeden Tag. Nein. Na, so wie du heben. Ja, hm? Musst du dich, du hättest dich vernünftig schlagen müssen mit Weidenstab, hm? Kräftig schlage, dann hilft. er zeigt dir, er lässt so ein bisschen die Hose runter. Am linken Oberschenkel siehst du noch viele rote Striemen. Ja, siehst du. Ich werde denn wie beide. Ich mach so eine Nein-Nein-Nein-Geste und nimmt dann halt so einen Weidenast und haut ihm quasi, also sich selbst, über die Arme. Da, du musst hauen. Ah, du verrückt! Du dummen Kopf! Dann du werdest groß und stark. Warum sprichst du so, Danny? Das klingt furchtbar. Weil Danny ich klinge nicht so furchtbar, habe ich gerade beschlossen. Zum Glück muss ich mich nicht selber hören. Sie erfreuen sich der Zurschaustellung deiner Kräfte und Widerstandsfähigkeit. Was ist mit die Frau? Sie. Er nimmt vom Wegesrand einen Löwenzahn, zerbricht ihn und die weiße Suppe, die da rauskommt. Sie hat gemacht im Gesicht. Nee. Sie wurde als Kind krank. Wurde mit der weißen Krankheit gestraft. Ja, in ihrem Haus, Kikimora? Machst du eine Geste, dass das nicht weißt? Ihr Onkel will mit ihr in, die Höhle, um sie zu heilen. Höhle, was ist Höhle? Wie ist die Höhle? Bauch Mokosch. Mokosch, und dann haut er sich auf den Bauch. Bauch. Ah, Soladek, Mokosch! Sie darf, ist Vater, wie sagt, ist Vater wichtig? Nickt. Oh, wichtig. Vater Bojar? Nein.
er ist, er hat ein Plus. Ah, Gustoi, ja. Und wenn, wenn ihr gewesen seid in Solar de Gmokos, hat sie bekommen schon Apfel mit Gold? Hm? Ja. Wie alt? Ich weiß nicht, ob sie schon heiraten möchte. Möchte. Wie alt? Er nimmt sich halt 17 Steine und legt da, also ne, schmeißt ihm 17 Sachen hin. Der wäre 17, hat der Händler gesagt. 17 hat der Händler gesagt und sie hat irgendwann genau mal gesagt 16, aber das glaubt, da war Mila nicht dabei. Genau. Der andere kriegt 17 Steine. Jung, so jung, so jung. Will noch nicht heiraten, ne? Ja, 17 ist jung. Kupala, ich gebe meinen Apfel sowieso andere. Ich gebe meinen Apfel Tomia. Er deutet auf ein Weibsbild, das am Rande verstohlen ihn anguckt. Sie ist von ausgesprochener Durchschnittlichkeit. Wow. Hä? Es ist gute Frau. Ihr hört und tut gut. Dann viel Erfolg. Ah. Ist das Geben ab von dem Apfel die Verlobung oder nur die Bitte drum? Na. Wenn sie Apfel nimmt mit Golden Band, dann wenn sie nimmt von mir, dann heiraten bald. Warte. Aber sie nimmt, guck mich an, stark. Er drückt den. Ah, nicht wie du, stark. Er hat den dicken Baumstamm rüber. Na. Warte. Er drückt ihn halt und trägt ihn halt selber, aber so, dass es halt gar nicht so auffällt. Ja, siehst du, bist stark. Oh, guckt, ich stark. Ha? Ja, Tomia! Er das gemacht hat. Er dankt dir. Er dankt dir sogar so sehr, dass er bittet dich da kurz einzuhalten und holt aus seinem Haus noch einen größeren Krug eben jenes herrlichen Bieres. Ja, da ist. Großartig. Wir trinken zusammen. Ihr trinkt zusammen. Ihr verrichtet eure Arbeiten. Am späten Nachmittag, recht früh eigentlich für diese Jahreszeit, finden sich die meisten schon langsam vor und in ihren Häusern ein, brechen ab von der Arbeit am Felde und drumherum. Und hier und da sieht man schon, wie Leute sich umkleiden in festlicher Gewandung. Gosch lädt euch, indem er euch abholt, außer Milonia ist zu weit weg, dann wird ihr erstmal ignoriert, ein nochmal in sein Haus. Ihr macht sehr gute Arbeit, kräftig. Ich dachte, ihr seid schon lange unterwegs. Ja. Wir könnten wirklich gebrauchen, Männer, wie euch, Und wir schenken Svoboda, aber nein, ihr, keine Beleidigung, nein, alles gut, alle, wir Freunde, Schakche Marsch. Er holt nochmal zwei große Krüge, eben jenes feinen Bieres, er dreht euch den Rücken zu, während er sie befüllt. Goran wird trotzdem bemerken, dass er den Krug von Milan und Goran
sehr, sehr voll macht und den eigenen versucht, etwas leerer zu lassen. Nur freundlich von ihm. Also er füllt vielleicht sein zu einem Viertel und versucht das halt so zu verbergen, indem er sich weit wegsetzt zum Beispiel. Wer macht das jetzt, Gosch? Gosch. Gosch schenkt dir auch ordentlich ein. Wir haben zu feiern. Ich bin alt. Irre. Junge, ihr könnt vertragen, ich nicht. In Ordnung. Wo ist Frau? Nun. Wo habe ich sie das letzte Mal gesehen? Weiß ich nicht. Du hast sie doch zu den Blüten geschickt. Ich gehe sie suchen. Milan, trink ruhig. Doch, ich bestehe darauf. Ihr seid Gäste. Wir haben unser Wort gegeben. Nicke. Sie zu schützen. Deswegen. Verzeiht mir, aber... Ah ja. Gut. Sucht, ja. Ja, ich nicke und würde dann halt mich mal auf den Weg machen nach Milan. Und wenn ihr sie gefunden, dann kommt ihr zurück und trinkt mit ihr und sie macht Essen. Ich habe noch nicht gemacht, Sehr gut. Ihr könnt hier unter Klappe, ihr habt Leder und Stoffe, könnt dann hier auf Boden schlafen. Vielen Dank. Gut, ich werde dann mich auf den Weg machen und Milan jetzt. Milan, ja. Nicht ohne, allerdings ohne vorher, sofern das nicht unhöflich ist, einen Schluck dann doch von dem Bier noch zu nehmen. Also einen Schluck müsst ihr auf jeden Fall nehmen. Also ich würde auf jeden Fall das Bier austrinken. Das Bier ist nicht gut. Na sicher. Ich würde erstmal natürlich nur einen Schluck nehmen und dann mich verabschieden und loslaufen. Milonia ist, nachdem sie die Aufforderung bekommen hat, eher in die Wälder gelaufen. Sie weiß, wo sie suchen muss, um Blumen zu finden. Sie wird auch gerade im Sommer, wenn es ein Gewässer in der Nähe gibt, wird sie sich an Gewässer halten, an die Blüten vom Schilf etc. Also die auch meistens gelb sind. Aber das sind die Blumen, die sie hauptsächlich sammeln wird. Sie weiß, wo sie gucken muss. Sie macht das auch, verbindet das allerdings wirklich so ein bisschen damit, dass sie einfach einmal wieder frei irgendwie durch die Gegend streifen kann. Auf dem Weg, gerade wenn hier Pflanzen wachsen, wo sie sonst nicht so drankommt, gerade jetzt der Sommer ist eigentlich die beste Zeit, um Kräuter zu suchen. Sie macht das auch, so immer nebenbei. Das heißt, sie verbindet hier einfach zwei Dinge miteinander. Mach. Was du auch nur zu dieser Jahreszeit findest, sind besonders prächtige Ähren vom Korn, das hier angebaut wird. Und alles, was noch so... Ja. Gut. Weiterhin zur Information. Das Dorf, in dem ihr euch befindet, liegt am Fluss Prahasch. Und dieser Fluss ist sehr, 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 sehr groß. Ich glaube nicht, dass Goran und Milan häufig so einen Riesenteil schon mal gesehen haben. Für Milonia ist es jetzt nicht außergewöhnlich, aber es ist schon eines der größeren Teile. Also Flüsse nennt man das ja. Der ist mehrere Steinwürfe breit.
Und die Strömung ist schon stark genug, dass man darin kaum zu schwimmen vermag. Sie wird höchstwahrscheinlich sogar eine Weile am Fluss sitzen und einfach die Beine ins Wasser hängen lassen. An der Stelle, wo das geht. Und sich erst gegen Nachmittag wieder auf den Weg zurück ins Dorf machen. Dann aber auch mit einem riesigen Arm voll von... Also sie wird zwischendurch wahrscheinlich gerade am Anfang, um ihre Pflicht Genüge zu tun, das machen, aber sie wird dann mit einem großen Arm voll sehr großen und auch eher außergewöhnlichen oder Blumen zurückkommen, die man sonst eher schwerer findet. Sag mal, wächst Eisenhut eigentlich auch am Fluss? Eisenhut braucht Wasser, ja. Wenn du sowas dabei hast, ne? Goran hat ja auch Naturkunde und sogar Milan weiß auf jeden Fall, dass diese Pflanze weiträumig zu umgehen ist. Wenn du sowas dabei hast, möchte ich, dass du das ansagst für die anderen beiden, es sei denn, du willst es aktiv verstecken. Nein, sie wird auch keinen Eisenhut gesammelt haben, denn das Zeug anzufassen ist auch schon nicht ohne. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ich meine jetzt und für die Zukunft. Wenn du solche Sachen, die landläufig bekannt sind, als der Tod einsammelst und das nicht super gut vor denen versteckst, dann möchte ich, dass du das sagst. Ja. Gut. Das Zeug kann nämlich auch durch die unverletzte Haut aufgenommen werden. Großartiges Zeug. Geht so. Hatten wir bei uns im Garten stehen. Smart. Ja. Ich habe damit immer gespielt und dann hat mein Vater mich weggeschickt. Warum denn bloß? Ich weiß auch nicht. Jetzt, wo ich gelernt habe, dass es da nicht mal ein Gegenmittel für gibt. Ja, also ich sag mal, der Verzehr von wenigen Gramm Pflanzen, gerade von der Wurzel, führt im Laufe einer Stunde zu Herzversagen und Atemstillstand. Also du kannst jemanden sehr leicht damit töten. Sie kommt also am späten Nachmittag zurück ins Dorf. Hast du gerade mitgesagt. Genau, sie kommt am späten Nachmittag zurück ins Dorf und wie gesagt, sie wird, wenn auch große Blüten, schöne, also wirklich große, schöne, prächtige Blumen dabei haben. Sonnenblumen, wenn es sie denn gibt dort, aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Sonnenblumen blühen erst später. Und aber welche, an die man sonst eher schwer rankommt oder die man sonst eher schwer findet. Ja, ich würde natürlich die trotzdem suchen. Ich weiß ja nicht, wie spät es war, als ich angefangen habe zu suchen. Sie kommt halt von der anderen Seite, deswegen dauert es dann halt noch ein paar Minuten, bis du sie findest. Aber ihr habt quasi das nur knapp verpasst, dass sie eingekehrt wäre, vermutlich. Du siehst, noch bevor du sie findest, dass immer mehr Leute sich festlich gewandten. Hier und da erntet ihr verstohlene Blicke. Aufgrund deines Scharfsinns bemerkst du das natürlich. Vielleicht hast du sogar Rosen gefunden. Hier und da setzen sich Dörfler ab, machen sich auf den Weg zum nicht weit entfernten Baum, heiligen Baum. Und da ist Milonia. Ja, ich gehe dann auf Milonia zu. Milonia. Sie sieht dich an. Guckt dann auf den Korb. Du warst fleißig. Sie nickt. Sehr gut. Gosch hat dich gebeten, etwas zu kochen. Sie nickt. Er überlegt kurz und sagt, tritt dann einen Schritt zu ihr, flüstert dann regelrecht. Ist dir irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Sie schüttelt mit dem Kopf. Siehst du nicht, wie die Leute uns ansehen? Sie sieht dich etwas verständnislos an. Ja, seine Augen sind wach und du siehst halt so eine Grundskepsis, Vorsicht in ihnen. Verzeih mir, Herr, aber ich werde immer so angesehen.
nicht. Du verstehst dich besser auf mythische Symbole, gotteslästerliche Zeichen. Wenn dir irgendetwas auffällt, sag mir sofort Bescheid. Sehr wohl. Er nickt. Und musst du den Korb noch irgendwo abgeben? Sagt er dann wieder lauter. Sie sieht sich um, gibt es einen Platz dafür oder? Es gibt immer Sammelstellen dafür. Außerdem werden natürlich weiterhin Häuser und sowas mit Blüten und Blumen verziert. Dann bringt sie den Korb in Richtung der Sammelstelle. Mhm. Und kommt dann zurück. Sie hat ansonsten ihren Gürtel gebunden mit so kleinen Schnüren. Hat sie noch so kleine Bündelchen von diversen Kräutern, die sie höchstwahrscheinlich zu trocknen gedenkt. Zumindest sieht das im Moment so aus, wie sie... Ja. Okay. Mehr und mehr der Dörfler brechen auf in Richtung des Baumes. Ilonia fängt an zu kochen. Die beiden Männer. Ich trinke Bier. Ich mag das Bier, das ist lecker. Es ist ein gutes Bier. Hm. Wenn es langsam beginnt zu dämmern, hört ihr von draußen einen Mann? Ich würde übrigens versuchen, meinen Bierkonsum auf ein Minimum zu beschränken, weil ich den Leuten nicht traue. Wie lange wird dir dabei helfen? Im Zweifelsfall nehme ich immer mal so irgendwie ein paar Stücke und schiebe das dann zu Milan rüber. Nicht, weil ich kein Bier mag, sondern weil ich, wie gesagt, den Leuten nicht vertraue. Gosch ist weg. Wenn ihr zurückkommt, ist Gosch weg. Das heißt, du kannst auch relativ einfach deinen Konsum zügeln, indem du einfach den Rest entweder Milan gibst, wie es angedeutet hat, oder Milan gibst, wie es angedeutet hat. Dann gebe ich es Milan. Bei der Palette an Auswahlmöglichkeiten. Abgesehen von den natürlichen Umgebungsgeräuschen, dem flackernden Feuer, den Zirpen der Insekten, dem letzten Singen der Vögel, hört ihr keine Menschen mehr im Dorf. Ihr seid wohl die letzten übrig gebliebenen. Ab zum Baum. Mitgucken. Der geht hinterher. Wenn wir die letzten Verbliebenen sind, ist das aber eine Gelegenheit für mich, nochmal ein bisschen zurückzubleiben und vielleicht mal so den einen oder anderen Blick in so die Hütten oder so reinzuwerfen. Also jetzt nicht einzubrechen, sondern mehr oder weniger einmal so den Blick schweifen lassen. Was heißt einbrechen? Du machst die Tür auf, wa? Ja. Guck mal halt so ein bisschen durch, wenn da keiner mehr ist. Da ist wirklich keine Menschenseele mehr. Dann sage ich zu den beiden, geht schon mal vor. Und würde halt... Milonia ist nicht fertig mit dem Kochen. Ja, gut. Dann sage ich zu Milan, dass er schon mal vorgehen kann. Ich meine, du kannst sie trotzdem mitschicken. Du bist ja ihr Herr. Es geht nur darum, das festzuhalten. Ja, wenn sie noch am Kochen ist, werde ich sie da nicht aufhalten. Also. Gut. Goran untersucht die Hütten. Jawohl. Milan geht hinterher. Hat Milan vor, das offensichtlich oder weniger offensichtlich zu tun? Ich würde, also, wenn die zum Ritualplatz gehen, ist es doch relativ okay, wenn man da mitgeht, oder? Auch als Gast. Ich meine, das sind die Rituale, die uns alle, die Geister sind für uns alle da. Okay.
Ich also werde trotzdem. Ich würde respektvoll Abstand halten, wenn ich nicht dazugezogen werde, aber. Du gehst ja eh nach. Du wärst sowieso der Letzte, der da oben ankommt. Genau. Würde dann halt respektvoll Abstand halten, wenn die mir keine Geste machen, dass ich dazukommen soll. Okay. Ich beginne kurz mit Milonia. Du kochst. Ich mache weiter mit Milan. Entschuldigung, der musste sein. Mit Goran. Du siehst dich in den Hütten um und alles ist dort, wo es hingehört. Die Hütten sind sauber, die Hütten sind kaum befallen von Ratten und anderem Ungetier. Die Hütten enthalten keine Symbolik, die dir auffällig scheint. Aber was weißt du schon? Die Hütten enthalten zumindest keine Frauen, denen Wurzelwerk aus dem Bauchen springt. Das ist ja schon mal was. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade, ja. Nach einigen Minuten aber hörst du von außen einen Mann über die Dorfstraße ziehen. Er scheint an jeder Tür zu klopfen. Aber von seinem Gesichtsausdruck kannst du aus deinem Hausversteck erkennen, dass er nicht wirklich erwartet, jemanden anzutreffen. Du hast ihn vorher noch nicht hier gesehen, was nicht viel heißen mag, aber das Dorf ist ja doch recht übersichtlich. Er trägt das Fell eines Wolfes, also was eigentlich auch nur Priester tun dürfen im Wesentlichen. Er hat auch einen weißen langen Bart, wie es sich gehört, und trägt das Gewand eines Priesters, und darüber hat er das Fell geworfen. Er klopft an jedem Haus und verkündet immer wieder die gleichen Worte. Mama, 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 Verstand. Punkt. Was? Würfel mal Verstand. Ach so, ja, Verstand. Das habe ich ja auf jeden Fall sehr hoch. Du hast Verstand. Ich habe tatsächlich Verstand. Naja. Doch besser als sonst. Das ist besser auch als nichts. Du verstehst, dass er spricht von ein neuer Ofen wurde errichtet. Im Dorf Barutschlas. Und der Held, der die Wasser zurückbringt, ist dort mit seinem Weib willkommen. Kannst du mir das einmal rauskopieren, damit ich mir das aufschreiben kann? Wenn ich mir das vorgeschrieben hätte, hätte ich das tun können. Warte. Du musst es mir nochmal diktieren. Nein, 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 ich schreibe dir das ins TS rein. Oder so. Buja. Im Dorf. Ja, im Dorf. Lass mich. Ich finde es gut. Alternative Schreibweise. Sprachwandel. Wenn er an deine Tür klopft, was gedenkst du zu tun? Nicht zu antworten und mich bedecken. Er wird bald am Haus des Priesters angekommen sein, wo Milonia drin hockt und kocht. Ich würde ihm allerdings gerne, wenn er einen Schritt weg ist, so ein bisschen leise folgen. Also nicht direkt auf Schritt und Tritt, sondern halt mit so einem gewissen Abstand. Und du bist recht gut im Schleichen, wenn ich mich erinnere. Ganz gut im Schleichen, ja. Ja, brauchst nicht würfeln, bist gut. Ich habe insgesamt, glaube ich, einen 6er Wert. Ja, passt schon. Du folgst ihm, er verändert sein Verhalten. Jetzt kommt er am Haus des Priesters an, Milonia, jemand klopft. Hallo? Er beginnt etwas zu sagen und hält dann plötzlich inne. Er öffnet die Tür. Sie steht am Topf, beziehungsweise hat jetzt noch so einen Holzlöffel in der Hand, dreht sich um in Richtung der Tür. Er schaut dich fassungslos an. Ah.
Sie sieht nicht minder verwirrt aus. Verzeihung, ich... Du hast jemand anderen erwartet, richtig? Gosch hat gesagt, ich soll was kochen, also koche ich. Er nickt langsam. Er bedeutet dir, dich umzudrehen, ihm den Rücken zuzuwenden. Ich glaube, ich... Sie ist irritiert. Dann macht sie das aber zögerlich. Du hörst deine Schritte näher kommen. Sie dreht den Kopf. Ah. Ich glaube, ich würde dann, wenn ich merke, dass er in das Haus eingetreten ist, dann tatsächlich einfach hinterhergehen. So, dass man dich hört, oder wie wirst du es machen? Ich habe keinen Grund. Okay, er wendet sich um. Ah! Prisistorisko! Verschränke die Arme. Gosch? Ich schüttel den Kopf. Ich bin nicht Gosch. Da. Guck die Fragen an. Abwarten. Er tritt einen Schritt an dich ran. Er hebt dabei die Hände quasi entwaffnet. Er nimmt deine Hände sanft und legt sie dir quasi auf die Ohren. Ich runzle die Stirn. Ah. Und dann auf mich? Nein. Er legt dir wieder die Hände auf die Ohren. Mhm. Also deine eigenen. Ja. Und bedeutet dann Milonia das Gleiche zu tun. Ich stehe mit dem Rücken zu ihm. Ja, jetzt nicht mehr, wenn Dings kommt, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Sie hat sich umgedreht und legt die Hände auf die Ohren. Ihr hört nur dumpf, wie die Tür ins Schloss fällt und er außerhalb des kleinen Hauses etwas spricht, kaum zu verstehen. Der eine Fetzen, der an Gorans Ohren dringt, belegt, dass er hier das Gleiche sagt wie an jeder anderen Tür und dann zieht er weiter. Gut. Ich nehme die Hände von den Ohren und gucke Milonia an. Sie nimmt die Hände ebenfalls runter. Sagt dir dieser Satz was? Und ich würde den Satz wiederholen. So gut ich kann. Sie haben Yarilo ein neues Haus gebaut. Wo? In Barutschlaf. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich dachte, das hätte eine tiefere Bedeutung. Outgame Peter, weißt du, wer Yarilo ist? Nö. Ein Gott. Ach so. Das ist der Inzestgott, falls dir das schon ausreicht. Also, Moment. Der hätte was soll. Yarilo ist der den Schlüssel von Mokosch kriegt, um im Frühling am Tag des Yarildan die Erde aufzuschließen und das Leben und den Frühling zurück in die Welt zu bringen, der dann seine eigene Schwester heiratet und... Genau. Den Spaß.
Der Held, der die Wasser zurückbringen kann, ist dort mit seinem Weib willkommen. Okay, also... Ach, das ist voll das Inzestdorf. Ote. Wow! Entschuldigung. Jedes Dorf ist voll das Inzestdorf. Ja, aber das erklärt auch, warum sie so viele Seelenlose gebären. Ich verstehe es nicht. Aber das ist auch okay. Die heiraten ihre Schwestern in diesem Dorf. Das ist auch erstmal, Entschuldigung, das ist mal, war nur einer meiner geistigen Ergüsse, der wahrscheinlich gar nichts zu sagen hat hier. Und den Milonia nicht ausgesprochen hat, Entschuldigung. Wahrscheinlich wird das Hurinetsch ja zusammen puzzeln können. Ich bin dumm. Deswegen ist er ja zum Glück nicht da. Ja. Gora, Quatsch, Milan. Du erklimmst den kleinen Hügel. Der Baum steht in voller Pracht, mit wunderschönem Grün und kräftigen Früchten. Ich weiß jetzt nicht, was für Früchte an Bäumen wachsen. Frag mich nicht. Es ist kein Obstbaum. Es ist kein Obstbaum. Was ist es denn für ein Baum? Was? Es ist halt eine Eiche. Na dann, Eicheln. Aber naja, die sind noch nicht so weit. Dann sind sie halt noch nicht, also anfängliche Früchte. Eiche, Weiche. Auf jeden Fall, wenn du da kommst und man dich bemerkt, am Anfang ein paar unsichere Blicke, die Menge teilt sich dann auch so ein bisschen auf, dass der Priester dich erblicken kann. Er scheint kurz zu überlegen, Unsicherheit auch in seinem Blick, dann ein breites Lächeln und er tritt einige Schritte auf dich zu. Milan? Mhm. Störe ich? Niet. Aber du musst kommen in den Kreis. Hm? Ja, dann stelle ich mich mit in den Kreis. Und dann bist du Teil. Bist Bruder. Oh, ist klar. Er erntet einige vielsagende und skeptische Blicke von seinen Mitdörflern. Svoboda kennt nicht Fremde. Svoboda kennt Brüder. Freiheit für Brüder. Er beginnt dann, oder er stellt sich hinter den kleinen Brunnen, der gegraben wurde und geschmückt wurde mit vielen schönen Blüten und Blättern und dergleichen mehr. Etwas Honig ist auf einigen von ihnen vergossen und leuchtet dich golden an. Er beginnt dann, die jungen Burschen nacheinander vorzurufen. Sie sind alle im Alter zwischen 15 und 19 Lenzen. Und er gibt ihnen jeweils eine sehr unförmige Kelle. Ausgebeult aus irgendeinem Kupfer vermutlich oder anderem, ja, Kupfer ist gut, das schon sehr alt sein muss, da es hier und da grün anläuft. Die Kelle kann kaum das Wasser halten und der Griff ist auch noch so schräg angebracht, dass es wirklich einiges an Vorsicht und Fingerfertigkeit braucht, um damit umgehen zu können. Die Burschen holen also Wasser und versuchen ihr Bestes aus dem kleinen Brunnen und gehen damit zu einer freundlich aussehenden runden Frau in festlicher Gewandung mit zwei ordentlich geflochtenen Zöpfen, um sie mit dem Wasser zu übergießen. Allerdings gelingt es den meisten nicht einmal die Hälfte jener teuren Fracht an die Frau zu bringen. Schließlich aber tritt ein Jüngling hervor. Wie macht sich mir mein Schützling? Dein Schützling? Übel Scheiße. Du siehst die Aufregung in seinem Gesicht, Schweißperlen auf der Stirn. Sein Blick wandert immer wieder von der Kelle zu seiner verehrten Name vergessen. Er verkippt fast alles. Er ist aufgeregt und etwas beschämt. In ihrem Blick siehst du viel Erleichterung. Sie versucht es zu verbergen, aber es gelingt ihr kaum. Allerdings ist natürlich die Menge darauf konzentriert, was die jungen Männer machen.
Der letzte, nein, warum muss es immer der letzte sein? Der vorvorletzte tritt hervor. Er trägt eine goldene Schleife. Es muss der Verlobte sein. Der anderen da, die offenbar schon versprochen ist. Die hatte einen Namen, ich habe vergessen. Er nimmt die Kelle mit viel Sorgfalt und viel Geschick und befördert dich fast die gesamte Fracht zu der älteren Frau und übergießt sie damit. Jubel und Geschrei! Die Menschen fallen sich in die Arme. Auch dir? Sie stimmen ein fröhliches Lied an und gefolgt, also der Priester und beginnt damit, dem jungen Mann, der wie ein Held gefeiert wird, mit Umarmungen und Küssen auf die Wangen zu übergießen. Ein Lied, das angestimmt wird, das aufgrund der Vielstimmigkeit und des aufgeregten Zwischenjubels auch der Jauchzer schwer zu verstehen ist, sagt ihr nur, dass sie den jungen Juraj feiern. Mhm. Und Juraj dann, nachdem er von allen die Glückwünsche empfangen hat, außer von jener Frau, die jetzt triefend nass ist inzwischen, kniet nieder und legt seinen Kopf kurz in ihren Schoß, blickt ihr dabei fest in die Augen. Sie streicht ihm einmal über das Gesicht und entlässt ihn wieder. Ein Fest beginnt. Nice. Speis und Trank wird aufgetragen. Wein und Bier in ansprechenden Mengen. Geil. Frisches Brot und nicht wenig des gebratenen Rehs, das dein Vetter erlegt hat, der wie immer das Beste zu verpassen scheint. Ihr hört im Dorf übrigens jetzt die Freudentöne. Lieder, Tänze. Ein Feuer wird entfacht. Es ist ein wirklich, wirklich fröhliches Fest. In seiner Ausgelassenheit nähert es sich schon dem an, was ihr nur eigentlich von Kupala kennt. Am Rande fällt dir die Verlobte auf. Sie ist bleich, wendet ihr Gesicht ab. Sie tritt zwischendurch immer wieder zu ihrem Helden, wie es ihre Pflicht ist, ihn auf die Wange zu küssen und zu umarmen, ihn zu versorgen mit reichlich Trank und Nahrung. Doch ihr scheint das Unglück im Gesicht geschrieben. Eine sehr alte, hagere Frau, die sich kaum ohne ihren Stock, der fast so knorrig zu sein scheint wie ihre Kniegelenke, auf den Beinen halten kann, wendet sich zu ihr und nimmt sie im Laufe des Abends tröstend an die Schulter, scheint ihr Dinge zuzumurmeln, zu versprechen. Geil. Dass du ein Fremder bist, ist nicht vergessen. Hm? Aber sie wollen es um jeden Preis vergessen machen. Du warst hier anwesend und hast die Geburt eines Helden gefeiert. Er lag im Schoß der Mutter. Und so musst du trinken und musst du tanzen. Werden dir die Lieder beigebracht, werden die Geschichten erzählt und auch du sollst Geschichten von deinen fernen Landen, aus denen du kommst, erzählen. Du bist nicht von hier. Aber es fühlt sich so an, als wärst du kein Fremder. Ich werd auf jeden Fall richtig hart angeben, wie geil wir doch sind und so aus unserem Dorf. Wow. Das freut mich natürlich. Wein wird fließen und auch Bier. Du kannst entscheiden, ob du dich hart betrinken willst oder das Bier ob du irgendwann. Ist fucking lecker. Wie ist der Wein? Ha! Gut gereift, würde ich sagen, weil es ist ja noch nicht gerade Weinzeit und das ist auch nicht die Gegend für Wein. Aber, obwohl so Wildtrauben wachsen bestimmt überall, ne? Da brauchst du ja gar keine Hänger, ist ja eigentlich Quatsch. Der Wein ist auf jeden Fall alt, das ist noch nicht Weinzeit, der ist okay. Er ist nicht so süß, wie einige der Weine, die ihr mal aus ferneren, südlicheren Dörfern von einem Händler in eurem Dorf erhalten habt. Aber er ist süßer als das Zeug, was ihr trinkt. Daheim meine ich.
Oh ja, sei nicht so eine, du hast ja recht. Es ist aber tatsächlich ja Wein. Ich bleib beim Bier. Bier ist cool. Okay. Das war ja super lecker. Aber das würde ich auf jeden Fall, ich würde die Feier auf jeden Fall genießen, also. Das freut mich. Ich würde halt quasi meinem kleinen Schützling ein bisschen aufmunternd zukloppen, dass er das ja wohl das nächste Mal machen, also nächstes Jahr schafft. Stimmt, er muss sich nur ein bisschen besser konzentrieren. Also, er muss ein bisschen die Ruhe bewahren. Er dankt dir für die Aufmunterung und wird auch lauthals nochmal betonen unter seinen Freunden und dem jungen Weibsvolk, dass er kaum diese Aufgabe wahrnehmen konnte, weil seine Muskeln so schmerzten, da er den ganzen Tag die schwersten Stämme mit dem Fremden, mit dem Milan hier, mit seinem neuen Bruder Milan getragen hätte. Wie soll ein Mann da noch in der Lage sein, die schiefe Kelle zu halten? Ich stimme ihm da voll und ganz zu und sag ihm, ne, dass ich mich ja besonders anstrengen musste, damit ich nicht hinter ihm herstehe. Sehr gut. Ich werde hier quasi, ich mache ein bisschen so ein Wingman. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab das schon verstanden. Es ist so, dass seine Angebetete, ich glaube Tomia, war es sowas? Egal. Sie ist ein einfaches Mädchen aus einem Dorf, in dem sie vermutlich nie rausgekommen ist. Und nicht nur wird sie Teile deiner freundlichen Lügen glauben, sondern sie scheint auch wirklich erleichtert, dass der, der sie ins Auge gefasst hat, dieses Jahr nicht der neue Held wird. Das ist mir bereits aufgefallen. Aber ja, das hilft, meinte ich damit auch. Was wolltest du noch sagen? Ich wollte nur sagen, dass es mir dann aufgefallen ist, dass sie halt quasi... Ich dachte, am Ende war noch ein Aber. Ja, weil das war eigentlich so ein Aber. Das wird dir mit Sicherheit schon aufgefallen sein, dass es mir aufgefallen ist. Aber okay. Jo. Du machst den Wingman und hast eine gute Zeit. Die anderen beiden haben ein Mal, was Milonia zubereitet, kein Festessen, nicht mal etwas von dem Reh, das du erlegt hast. Dafür können sie Folgendes hören. Schon bei Beginn der Nacht, ich nehme an, dass du nicht deinem Vetter hinterher steigst. Du musst schon spezifizieren, wen du ansprichst. Dich? Nein. Ja, musst du auf die Milonia aufpassen, oder? Natürlich, irgendwer muss. Damit die nicht zum Fluss läuft. ZB. Ihr also am späten Abend schon hört aus der Ferne ein näher kommendes, erhitztes Gespräch. Ihr hört auf jeden Fall die Stimme von Gosch und einem anderen Mann, den ihr kurz am Rande irgendwie mal mitbekommen habt. Es kommt nicht so häufig vor, dass die Menschen sich offen mit einem Priester streiten. Das kann immer wieder mal sein, natürlich auch über die normalen Dinge, nicht nur die mythisch-religiösen, dass es Auseinandersetzungen gibt. Aber gerade an so einem Festtag ist es eher ungebräuchlich. Weil er die oberste Autorität ist. Ja, ich würde gerne mal lauschen. Sofern ich was verstehe. Ja, du hast Wahrnehmung gesteigert, habe ich gehört. Ja, habe ich gesteigert. Deswegen habe ich das vorhin schon für dich gewürfelt, nachdem du es gesteigert hast. Nein, okay. Wie folgt also? Sie halten sich etwas entfernt vom Haus, nachdem Gosch den Mann anhält, der anscheinend weiter zum Haus des Priesters gehen wollte. Die Fremden, zwei von denen sind noch dort. Lass hier sprechen, komm. Also, was ist nun? Václav, du bist ein guter Mann. Du weißt, was zu tun ist und du weißt, was nötig ist. Ja, aber... meine Tochter...
Meine Tochter, Murana. Wir hätten nicht wissen können. Wir hätten doch nicht wissen können, dass das der Jurai wird des Jahres. Hätte ich gewusst, ich hätte nie zugestimmt, dass er letztes Jahr gab den Apfel. Ja, Vaslav, aber nun ist sie ihm versprochen. Aber, Gosh, ich weiß, was passiert mit den Weibern. Ja, es ist eine Ehre, dass meine Tochter auserwählt ist, Morana, ja. Aber, wenn sie das Dorf verlassen, ich weiß, was passiert mit den anderen. All die Jurai und Morana, die wir hatten, nur noch entstellte Kinder, ohne Seele, ohne Leben. Die Weiber sterben früh an der Geburt. Mein Kind, meine, soll nicht Morana sein. Vaslav, du kennst das Gesetz. Wenn du willst die Verlobung lösen, musst du bezahlen. Du weißt das. Wovon soll ich bezahlen? Vaslav. Viele, viele Sonnenläufe wurde ein Held geschaffen, ein Held gekürt. Dieses Jahr ist besonders trocken und wir brauchen die Wasser, die befreit werden vom Jurai. Und soeben wurde entschieden, wer es auf sich nimmt, Jurai in sich aufzunehmen. Und da deine Tochter ihm schon versprochen ist, ist sie Morana, muss sie mit ihm gehen. Und wenn du nicht bezahlen kannst, die Verlobung zu lösen bis morgen Mittag, dann sei dankbar für die Ehre, dass sie teil ist, die Wasser zu befreien. Und jetzt geh heim. Die anderen sollen dich nicht so sehen. Danach trennen die beiden sich. Gosh scheint noch ein, zweimal tief durchzuatmen, seufzend. Der Goran steht mehr oder weniger an dem Fenster oder was auch immer das ist und würde dann da einen Schritt von zurücktreten. Dann betritt er die Hütte. Er riecht stark nach Alkohol. Aber sein Blick ist klar und sein Gang ist sicher. Gute Festlichkeiten? Und ich nick ihm zu. Gute Festlichkeiten. Bestutnik. Tut mir leid, dass ich nicht habe eingeladen. Dein Vater oder was war dabei und ich hätte auch dich holen sollen. Wir sind nicht gewohnt. Von außen? Ich winke ab. Er hat sich bestimmt gut vergnügt. Danke, dass ihr ihn in eure Mitte aufgenommen habt. Svoboda ist nicht für uns, Svoboda ist für alle Männer. Freiheit für sie alle. Nick das ab. Und wenn ihr wollt, ihr könnt oben noch essen und Wein und dein Bruder, Vetter. War Vetter? Ich nicke. Mein Vetter, ja. Ich will nicht fernhalten euch von Frohmut und Gesang. Dann nehme ich diese Einladung gerne an. Ich gucke dann Milonia an. Möchtest du mitkommen? Und mein Blick ist völlig neutral, also es ist nicht abzulesen, welche Antwort er erwartet. Ausnahmsweise gibt ihr ihr mal nicht die Antwort vor? Na, geht ja nicht. Sie ist ja... Ich weiß, aber sonst machst du das ja auch mal mit Blicken. Ja. Aber diesmal versucht er anscheinend einen gewissen Schein zu wahren.
Sie nickt. Angedeutet. Da du vom Weißen leiden, nimm. Er überreicht dir einen Blumenkranz. Quasi legt ihn dir auf den Kopf ab. Über dem Tuch, das du ja sowieso trägst. Sie wirkt irritiert. Nickt dann aber. Und dann tretet ihr den kurzen Weg zum Fest an. Nee. Ein Teil hat sich schon aufgelöst. Was? Ich werde auf dem Weg dorthin stehen bleiben und sagen, Milonja, geh ruhig zum Fest. Ich komme nach. Sie schaut dich irritiert an. Er würde auch ohne weitere Erklärung sich mal aufmachen. Vielleicht hat man ja im Laufe des Tages schon gesehen, wo dieser Waslav wohnt. Ja, das weißt du. Na, dann würde ich dem Mann Besuch abstatten. So, du hast gesagt, du willst 20:30 Schluss machen, ne? 21:30. 21:30? Ja. Das ist ja total cool. Cool. Ich dachte, wir haben viel weniger Zeit. Nee, also ich meine, ich bin nicht traurig über jede halbe Stunde, die ich länger schlafen kann, aber ich habe gesagt, maximal 21:30. Ja. Hm. Wir nehmen erstmal Milonja und Milan. Jawohl. Weil ich glaube, dass das einen gewissen Witz hat und ich mich in der Zeit kurz absetzen kann. Hä? Ich kann kurz verschwinden. Du weißt, was auf dem Fest abgeht und ich habe die Hoffnung, dass Milan irgendeinen Scheiß mit dir macht, weil er angetrunken ist. Nice. Ich tanze gerade, die tanzen ja anscheinend auch ein bisschen und feiern. Dann tanze ich auf jeden Fall mit einem der Mädels. Aber sittlich. Sozusagen. Und wenn Milonja dann kommt, dann würde ich sie quasi da zum Tanzen ziehen und mit ihr tanzen. Milonja hat übrigens auch keinen, hat das Tuch auch nicht mehr auf dem Kopf. Jetzt ist es ja nicht mehr so warm und es ist der Abend. Da braucht sie das Tuch nicht über den Kopf zu tun, jetzt gerade. Deswegen hat sie das eher um die Schultern. Aber ja. Sie kommt irgendwann da an. Sie ist wie immer eher zurückhaltend. Sie steht eher erstmal etwas abseits. Ja, das Milan bringt durch Tanzbewegung quasi mindestens zwei Mädels und einen Typen quasi noch um dich zu dir hin. Und umkreist dich dann halt mit denen und nimmt dich halt mit zum Tanzen. Und drückt dir einen Wein in die Hand. Okay. Milonja ist überfordert. Sie ist bisher, das merkt man auch, offenbar nie wirklich Teil einer solchen Festlichkeit gewesen. Mhm. Dann, wenn du dann irgendwann in den Tanz kommt, der ein bisschen näher, entspann dich, das musst du mitmachen. Dann fängt er an zu lachen. Immer bin ich dann, ja, so. Sagt er so ganz leise in die Ohr. Das muss ich jetzt mitmachen. Schon schön angetrunken. Ist er nicht? Psst. ja, also sie kann auch schlecht darüber hinwegtäuschen, dass sie das nicht gewöhnt ist. Das ist, ja. Aber sie gibt sich Mühe. Scheitert. Das grandios dabei. Ja. Er wird ja immer quasi wieder dazu holen, dass die halt. Er wird ihr auch Tanzschritte beibringen. Und wenn irgendjemand komisch fragt, dann wird er sagen: einfach, dass, ne, das Schlusswort hat zu wenig. Der Boden ist zu rutschig im Fluss, ne? Ist zu, man kann nicht richtig tanzen. So ein bisschen kann sie das sogar, also so ist das nicht, aber
Ja, er wird es jetzt auch beibringen. Ja, okay. Er bringt es ihr bei, sie lässt es sich beibringen. Nice. Und wenn es nur ist, weil sie sich nicht traut, Nein zu sagen. Eben. Was ist mit Milonia und dem Wein? Ah. Sie trinkt Wein, aber sie ist vorsichtig. Milan, du bemerkst, dass sie der Festivität entsprechend zu wenig des Blutes der Ahnen in sich aufnimmt. Ein heiliges Getränk. Tja, dann muss ich. Dann, versuch das Bier, das schmeckt, wenn sie anders, wenn sie das besser schmeckt. Er gibt ihr Bier. Pragmatisch. Sie wird sich bemühen, es immer wieder so aussehen zu lassen, als hätte sie getrunken. Aber sie ist vorsichtig. Ah, der ist über dem Standpunkt drüber hinweg, dass er das mitkriegen würde. Also, ne? Offensichtlich gefällt dir das Bier besser, deswegen, wenn er der Meinung ist, dein Bier müsste leer sein, bringt er dir einen neuen Krug, wird er feststellen, dass du noch nicht fertig bist und wird das jemand anders in die Hand drücken. Der ist voll nett zu der, es ist irritierend. Ja. Ich glaube auch, also... Durchaus irritierend, ja. Stell das richtig, wenn ich falsch liege, aber ich kann mir vorstellen, dass Milan in so einer Umgebung, die ja jetzt doch sehr ausgelassen ist und freundlich und mit Hilfe von Alkohol, auch einfach noch deutlich kumpelhafter ist. Ja. Mit Milonia. Ja, der sieht da keinen Grund. Er hat noch nie Erfahrung gemacht mit einer nicht freien Person. Ja, aber du hattest ja A, relativ wenig Spielzeit bis jetzt und B, warst ja auch eher immer ruhig und jetzt ist ja die Situation eine andere. Jojo. Also, ist halt ein bisschen ausgelastet noch, ja. Das ist so schön. Ja. Das ist übrigens ja auch die Nacht, in der sich die Jungschen dann auf die Suche nach der Fahnenblüte machen. Kupala selbst. Jetzt noch nicht. Ach, verdammt, ja, du hast recht. Zumindest traditionell. Was hier läuft, wer weiß das schon. Ja. Milonia guckt sich das aber alles durchaus ein bisschen an irgendwie, weil das ja irgendwie alles ein bisschen merkwürdig war. Also sie schaut sich durchaus die Leute an, sie schaut sich an, was hier passiert. Du siehst das, was ich auch vorhin Milan gesagt hat, mit der bestürzten Jungfer, der alten Frau. Du erkennst zweifelsohne, dass das die Zauberfrau des Dorfes ist, die im Geheimen und des Nachtens ihr Dings wirkt. Du erkennst die mittelalte Frau, die schon viele Kinder zur Welt gebracht haben muss, denn sie ist ganz offensichtlich gekleidet in Anlehnung an Mokosch. Ich wollte schon sagen, die symbolisiert Mokosch, doch das habe ich wahrscheinlich. Naja, sie hat Yarilo ja auch zwischen ihren Beinen gehabt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, richtig. Und ja, Yarilo hat ihr das Wasser gebracht. Genau, der hat sie quasi befruchtet. Egal. Ja. Allgemein siehst du auch, dass die Mägdelein, die ein Auge auf gewisse Burschen geworfen haben und andersrum, wo sich wohl eine Verlobung anzubahnen scheint, sehr, sehr erfreut sind, dass es diese Burschen wohl nicht zum Helden geschafft haben, während die Burschen selbst wetteifern und eher Enttäuschung haben, nicht diese Ehre zuteil bekommen gelassen zu dingsen haben. Der Auserwählte bekommt auch hier und da schon Geschenke. Er bekommt häufig, wenn sich jemand Wein zum Beispiel nachschenkt, gehen sie erst zu ihm und bieten ihm den ersten Schluck an. Milonia wird sich eher in der Nähe der Verlobten und der alten Zauberin aufhalten. Da bekommst du mit, dass die Verlobte jetzt auf jeden Fall den Namen mit Morana angesprochen wird. Das ist wahrscheinlich die Mara, oder? Das ist eine Abwandlung davon. Ja, ja, das meine ich ja. Ein anderes Wort dafür. Und so wie
das Gespräch, ich meine Sprachbarriere hin oder her, und du hast ja ein bisschen Ahnung von Sprache, ein bisschen mehr als die anderen. Es ist offensichtlich, dass sowohl Juraj als auch Morana vorher andere Namen trugen, weil andere alle immer erst kurz überlegen, sie richtig jetzt anzusprechen in ihrer neuen Gestalt. Mhm. Sie erhält keine besonderen Ehren von anderen. Mhm. Okay. Goran! Ja? Du suchst auf die Behausung des Vaslav. Jawohl. Er sitzt davor, denn im Hause selbst ist es wohl jetzt einfach viel zu dunkel und draußen spendet noch der Mond und die Sterne ein wenig Licht. Vor allen Dingen jener Stern, der sich nie bewegt, während die Bilder der anderen Sterne das Jahr über sich verändern. Wir nennen ihn der Einfachheit halber hier auch Polarstern übrigens. Er sitzt also vor seinem Haus. Er hat einen Krug vor sich stehen auf der Treppe. Er ist nur gering gefüllt, aber das, was du daran siehst, scheint eher ein stärkeres Getränk zu sein als das, was die anderen so zu sich nehmen. Ja, ich würde auf ihn zutreten und sagen, Vaslav. Da. Guck mich mal um. Dann gehe ich aber noch einen Schritt ran und weiß ich nicht, vielleicht kann ich mich gegen irgendwas lehnen oder so, damit ich halt nicht da gegen Hauswand oder so. Ja, das ist ein abgeschlagener Baumstumpf, da kannst du dich auf jeden Fall draufsetzen. Dann würde ich das nehmen. Ja. Hab gehört, dass du dich mit Gosch gestritten hast. Er guckt ihn an, als würde er keine Widerwurf dulden. Du verstehst Falschivsi, weil du nicht von hier bist. Kann gut sein, aber du warst nicht glücklich mit dem, was der heutige Abend gebracht hat, nicht wahr? Glücklich. Meine geliebte Morana. Was? Ja. Groslava. Ehre. Er guckt ihn sehr skeptisch an und sagt: Vorhin hast du noch drüber nachgedacht, sie freizukaufen? Er hebt sich leicht schwankend mit festem Blick. Njet. Du hast verstanden, verschiff sie. Das habe ich nicht gesagt. Schade. Ich dachte nämlich, zufälligerweise bin ich im Besitz einiger Güter, die das möglich machen können. Allerdings würde ich gerne eine Sache dann wissen. Und zwar, was genau macht dieser Juraj und warum ist er so wichtig? Und warum möchtest du nicht, dass deine Tochter eine Morana wird? Ich bin neugierig, sagt er und grinst. Aber Neugier ist von der Katzen Verhängnis. Zuckt mit den Schultern und sagt: Ich wollte nichts Böses. Was hast du anzubieten, Ware? Wie viel? Ja, ich würde halt immer so ein bisschen was aufzählen, was wir mit haben, weil wir haben ja einiges noch an Handelsware auf jeden Fall übrig. So ein bisschen, was habt ihr noch? Ich glaube, es war nicht mehr unendlich viel. Nö, aber ich glaube so 3 oder 4 waren es noch. Du hast noch 2, Milan hat noch 1, denn du hast letztes Mal der Bitch gestattet, was für ihre Heilung zu nehmen, anstatt sich zu stressen. Ja, ich würde halt mal so ein bisschen was dann aufzählen, nicht mehr. Tut ja wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was die haben, immer noch relativ viel sein. Ja, aber es ist nicht genug.
Nicht genug? Was bräuchtest du denn dafür? Mehr. Mehr. Ja. Wurde schon vor einem Jahr versprochen, ist teuer jetzt. Ah, der Mann verwandt mit die bleiche Frau. Ja. Hat der Ware? Da bin ich mir ziemlich sicher, ne? Ja. Der noch Rat, ja. Ich nicke. Und wenn wir ihn finden, dann könnte er das sicher übernehmen. Na, brauche bis morgen, wenn Sonne hoch, Mittag. Oh, ich wollte ihn sowieso noch suchen gehen, heute Abend. Ist Nacht, ist dunkel. Dann morgen früh. Was sagst du? Ich muss es vorher wissen. Aber du bist nicht von hier. Nein, bin ich nicht. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es die einzige Chance für deine Tochter, ne? Oder ist es dir doch nicht so wichtig? Ich kenne dich nicht. Ja, ich kenne dich auch nicht. Und warum machst du dann? Ich habe selber ein Kind. Ich möchte auch nicht, dass meinem Kind was passiert. Ein großes Herz, sagt er und greift sich an die Brust. Ich meine, du möchtest doch, dass sie... Wenn ich freikaufe... Nickt. Dann wird kein anderer ihr mir einen Apfel geben. Und dann bleiben die Felder trocken. Und wenn du sie nicht freikaufst, dann klang es so, als würden ihr schlimme Dinge passieren, oder nicht? Da. Was denn? Morana, der Lebensbaum in Morana stirbt und das Kind in ihrem Bauch stirbt dann. Oder ist. Und warum ist das eine Ehre? Weil sie ist Teil von Ahnen, von Juraj Morana, Feuer und Wasser, haben die heilige Ehe, du kennst. Und er bringt zurück die Wasser. Und ohne die Wasser, die Felder gehen kaputt. Nick. Wie bringt er das Wasser zurück? Ja, er befreit aus dem Fluss. Aus dem Fluss? Da?
Kann er nicht einfach Wasser abschöpfen gehen? Du bist der Staputnik. Nicht, du bist, wie sag, Blut. Hä? Was? Auf Kopf gefallen. Er sieht ihn ernst an, als würde er das nicht abschöpfen, hä? Dann erklär's mir. Er bringt zurück du Wasser aus dem Fluss. Er bringt Wasser aus dem Fluss zurück. Hä? Und Wasser kommt dann von oben. Ah, und legt sich auf die Felder und Wälder. Nicht nur hier, überall. Ja. Verstehe. Ja? Jetzt habe ich dir gesagt alles. Na, ich werde sehen, ob ich ihn finde. Na, Mach nicht. Er zieht eine Augenbraue hoch. Plötzlich nicht. Jemand, wenn trocken, muss gewählt werden für Juraj. Und wenn jemand Juraj versprochen, wenn jemand geheiratet oder soll heiraten, dann ist Morana. Ist ohne Slavo, ohne Slava, ohne Er, wenn ich jetzt sage, nee. Das ist deine Entscheidung. Ich wollte nur freundlich sein. Und er fasst sich nochmal so an die Brust. Wegen. Du weißt. Ja. Slavido, er bietet dir etwas aus seinem Krug an. Er hat während des Gesprächs kaum davon getrunken. Eigentlich gar nicht. Ja, ich nehme einen Schluck. Das ist ein scharfer Schnaps mit Kräutern versetzt, die im Hals gut brennen. Lecker. Ja, er nimmt einen Schluck und nickt ihm dann zu. Gut. Ah, du. Hast große Herz. Er nickt. Dann, keine Worte, dass wir hier gesprochen. Er nickt. Ich werde nichts sagen. Und danke für das. Was ist das eigentlich? Wir nennen Jogurschni. Und woraus macht ihr das? Er scheint zu überlegen, er hebt an zu sprechen und dann wiegt er ab. Zu schwer. Und Zunge zu much. Gut. Dann viel Spaß noch damit und schönen Abend. Er steht auf. Und dann gehe ich halt wieder. Dann gehe ich nach zu den Festlichkeiten, hatte ich ja gesagt. Achso. Gut. Wenn du oben ankommst, sind halt schon einige im Gehen begriffen. Oh,
aber es ist noch genug Festlichkeit für dich da. Vielleicht ist es auch günstig, dass du das jetzt kommst, damit es nicht zu frivol und fröhlich ist. Das ist ja überhaupt nichts für dich. Es ist jetzt quasi runtergetrimmt auf deine Bedürfnisse. Wieso mag ich keine frivole und fröhlichen Sachen? Keine Ahnung, wegen dem riesigen Stopp, der meistens in Gorans Arsch ist. Mhm. Also Leute. Du siehst auf jeden Fall einen Milan mit einer Million Jahr tanzen. Naja, sie wird jedwede Gelegenheit zur Flucht genutzt haben, aber... Ich bin größer und schneller als du. Aber er fängt sie immer wieder ein. Ja, sie kann nicht fliehen. Sie versucht es immer mal wieder. Goran würde sich am Wein bedienen. Süßer ist das, was du zu Hause kriegst. Ekelhaft. Würde sich in etwas Abstand hinsetzen, erstmal, und den Wein genießen. Und sowohl Milonja als auch Milan sehen einen kurzen Blick von ihm. Milonja sieht am Ende etwas unglücklich aus. Sie möchte fliehen, aber sie lässt sie. Milan lässt sie nicht. Ja, dann wird sich vielleicht ein leichtes Schmunzeln auf sein Gesicht stehen, weil er das ja von Milan schon kennt. Einer der etwas jüngeren Genossen, so sagen wir mal zwischen und, also wirklich noch jünger, er hat einen sehr weichen Flaum im Gesicht, der vor allen Dingen an Stellen entspringt, wo die Haut etwas gerötet und geschwollen ist, tritt dann leicht wankend in die Nähe von Milonja, als sie gerade sich mal wieder kurz entwunden hat, und hält ihr einen polierten, rot schimmernden Apfel hin, ohne Schleife. Begleitet von dem Juchzen und... Ich möchte... Das ist eine Zuneigungsbekundung, die... Das kann schon auch sowas heißen, ja. Es ist keine Verlobungsanfrage, aber es geht schon in die Richtung. Begleitet von Pfiffen und Gelächter, auch ob seines Betrunkenheitszustands. Er scheint auch etwas jünger als Milonja. Obwohl bei ihr, bei Weibern sieht man das ja immer alles nicht so. Dann stehst du mal auf. Er hält ihn dir hin. Ah, ich halte Goran zurück. Das wirst du nicht tun. Das ist... So zurück. Das ist noch keine Verlobung, alles easy. Man kann auch mal eine schöne Zeit haben. Eine schöne Zeit? Die ging jetzt nicht weg. Denkst du, deswegen sind wir hier? Geh mir aus dem Weg, Milan. Er steht dir nicht im Wege, er hätte dich auch nur kurz zurückgehalten. Ja, er würde sich dann würde halt an dir vorbeigehen und sich mit verschränkten Armen neben Milan stellen und den Typen angucken. Er verneigt sich auch ob des Alkohols leicht lachend vor dir, wirft den Apfel hinterrücks hinter sich und stolpert dann weg und springt über das niedrig werdende Feuer, woraufhin es ihm einige nachtun. Ja. Guck ihm noch kurz nach, guck dann Milonja an. Und dann, ohne weiteres zu sagen, setze ich mich wieder zu meinem Platz und nehme mir mein was auch immer ich da habe, einen Kelch oder so mit dem Wein. Ich habe mich geirrt. Goran hat keinen Stock im Arsch, er hat einen Lebensbaum im Arsch. Ja, okay, Entschuldigung, dass ich nicht irgendjemanden meine Nivolnik dingsen lasse. Was heißt denn dingsen? Das heißt, das war ja nichts, so ein Apfel. Ja, doch. Nee. Außerdem sollen wir hier ja auch eine gewisse Rolle vertreten und das ist so nun mal... Hast ja recht. Also es ergibt einfach nur komplett Sinn. Das Fest beginnt sich langsam irgendwann zu lösen. Einige schlafen dort, andere machen sich auf in ihre Behausungen. Manche entscheiden nach der Hälfte des Weges, dass hier unter den Sternen auch ein guter Platz ist, um zu schlafen.
viele von denen sind nicht so mordsmäßig besoffen, dass sie nicht mehr können. Aber manche haben schon ordentlich zugelangt. Wo gedenkt ihr zu nächtigen? Was ist mit dem Mädchen? Nun, leider hat Milan immer wieder dich zu wilden, schwirrenden Tänzen und du hast etwas Alkohol getrunken und hast, wie wir letztes Mal festgestellt haben, keinen Körper. Also war es dir zwischendurch auch mal etwas schwindelig. Irgendwann war sie weg, zusammen mit der Zauberin. Allerdings weißt du, wo die Zauberin nachts die Rituale vollführen muss. Nicht die aus deinem Dorf, sondern in normalen Dörfern. Mhm. Na gut, dann weiß Melonia jetzt, wo sie hingeht. Also uns wurde ja von Gosch angeboten, bei ihm zu schlafen, da auf dem Boden. Deswegen würde ich das auch annehmen. Ja, Milan wird irgendwann unter dem Sternenhimmel schlafen. Das ist großartig. Das mag er. Wie schon die ganzen letzten Wochen auf unserer Reise. Ja. Ja, ab und zu habt ihr vielleicht auch mal in einem Haus oder in einem Stall geschlafen, aber prinzipiell ist es hier doch was anderes, denn er ist angeheitert. Hm, das stimmt. Oder schon arg betrunken, je nachdem. Die Frage ist, wollte mir eines der Mädel einen Apfel geben? Oder geht das so rum nicht? Ist eher ungebräuchlich, hier in der Gegend vielleicht schon eher. Du bist recht alt und recht einschüchternd. Das stimmt. Und die in deinem Alter sind halt alle schon vergeben, wie sich das hier hört. Deswegen fürchte ich nicht. Aber vielleicht hast du ja nochmal eine Chance, Kupala selbst, dass ihr einer von ihnen einen Haarkranz anbietet, dann kannst du die ganze Nacht mit ihr verbringen. Was alles und nichts heißen kann? Meistens verbringt man die Nacht zusammen in der Gemeinschaft am Lagerfeuer, aber es gibt auch immer wieder mal welche, die sich dann kurz... Na gut, ich bin auf jeden Fall stolz auf meine Taten. Von daher endlich ist Millionja endlich mal gesund, den Anschein nach. Da braucht sie öfter. Tanzen und weinen, habe ich verstanden. Ich möchte das nochmal anders kurz richtigstellen. Eine Situation herbeizuführen, wo du einen Kranz, einen Haarkranz oder einen Apfel bekommst, ist für dich durchaus möglich. Du bist ein beeindruckender Mann, ein Fremder voll Interessantheit und man musste nicht zuhören, weil der euch schlecht versteht. Allerdings müsstest du dafür noch etwas arbeiten. Du hast aber durchaus, du hast ja einen gewissen Blick dafür, welche Maiden sich bearbeiten lassen, wie... ein Haselnusszweig, sag ich mal. Wenn du das wünschst, sag mir doch einfach irgendwann Bescheid. Bescheid. Oh, wow, jetzt bin ich schnell. Jesus Christ. Ich schreibe das mal für nächste Woche auf. Ja, also man kann ja schon mal den Riecher herausstellen, vielleicht. Den Samen sehen? Ja, man muss ja erstmal gucken, ne? Es gibt ja bald Feierlichkeiten, sag ich mal. Da ist das ja üblich. Also, naja, üblich eher. Ja, ist okay. Ich habe mir jetzt für den nächsten Spielabend schon mal aufgeschrieben, wie lange wir ficken. Jo. Ich muss es halt nur so tun, dass es halt mein Schwager hier, mein Linksfuß nicht mitkriegt. Ach, der kennt dich doch. Ja, deswegen muss ich ja jetzt schon etablieren, draußen zu schlafen, damit das nicht auffällt, dass ich nicht nachts bei ihm penne. Gut. Damit ich das nochmal, was ich mir vorstellen kann, wie die Situation ist, und wie gesagt, unterbreche mich immer, wenn das falsch ist, aber also, Milan macht sich irgendwann bereit, da dort zu pennen. Milonia wird, so wie ich das verstehe, irgendwann quasi den Ort der Zauberei aufsuchen wollen und ohne Goran nochmal zu fragen, sich absetzen. Ja. Ihm entgeht das natürlich nicht, weil er ja wie immer nicht an der Party teilnimmt. Er wollte nach Hause. Ich glaube, ich werde wütend zu Bett gehen. Er ist doch irgendwann nach Hause gegangen. Ja, genau. Er ist einfach nur nicht mitgegangen. Ach so, ich dachte, sie geht zuerst. Nee. Die muss ja tanzen.
verstehe. Vilonia! Das Dorf ist still, denn alle, die da sind, sind zu Bett gegangen. Selbst die Hunde scheinen irgendwie und Katzen scheinen müde und ausgelaugt. Nur aus den Ställen kommt hier und da ein Gackern der Hühner. Du, wo denkst du denn, dass die Zauberei stattfindet, oder wird uns richtig verstehen? Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber sofern kein See in der Nähe ist, und an dem Baum ist das ja nicht, wo die sonst immer sind. Oder die sind an diesem abgesägten Baumstumpf, da an der Tenne. Ja, an der Tenne, da sind die da eigentlich. Da wären meistens die Weiber nachts. Ja, ja, genau, Sachen, da sind genau. Die Frauen meistens. Jut. Außer für bestimmte Dinge. Du weißt natürlich, dass wenn du da jetzt einfach hinmarschierst, das nicht so gut kommt. Ja. Das heißt, du müsstest versuchen, dich unbemerkt daran zu pirschen. Das kann ich voll vergessen. Ja, du kannst ja würfeln, du hast 3 Würfel. Nee, das kann sie einfach mal voll vergessen. Nachts, okay. Wenn der Mond scheint, sieht man die einfach meilenweit. Wenn du allerdings dein Tuch über die Haare ziehst und dir wieder irgendwas ins Gesicht schmierst, kannst du es zumindest versuchen. Nein. Okay. Das hat keinen Sinn. Nicht mal der Schlammkopf reicht noch. Nee. Naja, dann weißt du, dass wenn sie dich sehen, wird es problematisch. Ja. Sie wird nicht direkt dorthin gehen. Das ist ja am Rande des Dorfes, richtig? Die Tenne war mitten im Dorf, in dem Dorf. Mitten im Dorf. Oh Mann, stimmt. Ja gut, dann wird sie in einigem Abstand einfach nur daran vorbeilaufen, weil sie ja noch nicht weiß, wo sie hin muss. Mhm. Weißt, was ich meine? Sie ist neu, sie darf sich noch nicht ganz, sie kann sich auch mal kurz verlaufen. Also sie würde nicht nah dran vorbeigehen. Also Schon klar. Du siehst, dass das alte Hexenweib und die junge Maid da Rituale vollführen. Du kannst aus der Entfernung nicht viel erkennen. Und du kannst sie kaum verstehen. Das ist sehr schade. Sie bemerken dich allerdings. Die Sprache beschleunigt sich. Und wenn du dann endlich, weil du dich auch nicht so zurechtfindest, am richtigen Haus eingefunden hast, und tatsächlich spürst du ja auch nochmal den Hauch des Alkohols, der dich tatsächlich ein bisschen verwirrt, die sind dann weg. Wenn sie weg sind, geht Melonia nochmal zurück. Wohin zurück? Zur Tenne. Okay. Du findest die Reste von Dutzenden verschiedenen Zaubern, um den Körper der Frau zu stärken und ihr den Segen der Mokosch angedeihen zu lassen, das Leben in ihr zu stärken, ihren Leib für den Übergang zwischen dem Iri und dem Hier vorzubereiten und dergleichen. Milch wurde vergossen, die Hörner eines Rindes wurden an der Tenne eingeschlagen. Da ist ein zerbrochenes Ei und
Da ist natürlich auch ein dünnes Rinnsal mit eben jenem Blut, das zwischen den Beinen der fruchtbarsten Weiber hervorrinnt. Das haben die einfach so mal vorrätig, oder? Es wird aufgehoben unter Umständen, weil es für Ritualzwecke benötigt wird. Ich meine, das gerinnt, aber je nachdem, was du für eine Menge aufsammelst und wie lange das her ist, hält sich das ein paar Tage. Vor allem kann man ja irgendwelche Säfte hinzufügen, damit das nicht so schnell gerinnt. Gottes Willen, ey. Widerlicher Scheiß. Entschuldige bitte. Die Anzahl der verschiedenen Riten, die ihr vollführt, würden lassen schon eher auf eine Verzweiflungstat hindingsen. Ja. Wie weit ist der Fluss weg? Nicht sehr weit. Wie gesagt, das liegt an einem gewaltigen Fluss recht nah. Geht sie da nochmal hin? 100 Schritte oder sowas nicht. Also nix. Okay, dann geht sie da nochmal hin. Ihr verbringt die Nacht. Wo wird Melonia schlafen? Auch im Haus? Ja. Ihr verbringt die Nacht, ihr schlaft euren Rausch aus, also die berauscht waren. Und ich gehe davon aus, auch um das irgendwie zeitlich noch hinzukriegen, dass ihr am nächsten Morgen noch irgendwo ein konspiratives Treffen ein bisschen fernab von allen habt, um nochmal auszuwerten. Go. Moment. Hui. Okay, ja. Hast du schon gepennt? Nee. Okay. Ihr trefft euch am Rand des Dorfes, unter dem Vorwand nochmal abzusprechen, wo genau ihr euren Begleiter verloren habt, bliblablub, und habt Zeit, euch auszutauschen. Das war doch eine schöne Feier. Ich sehe ihn einfach nur an. Nicke dann. Also, was ich rausgefunden habe, die machen echt gutes Bier und schlechten Wein, ich mag den nicht. Aber... Der Wein ist tatsächlich nicht sonderlich gut. Geht so süß. Ja. Das Bier ist auch lecker süß, aber das ist gut. Und das war's, Milan? Nein. Unser Held des Abends ist von seiner Seite aus ziemlich glücklich, seine Freundin allerdings nicht, seine Verlobte. Sowas Ähnliches habe ich auch gehört. Sie es scheint nicht so schön für sie zu enden. Ich habe ein Gespräch von Gosch und dem Vater der Verlobten des Jurei gehört. Vaslav ist sein Name. Er meinte, dass die Kinder von diesen Frauen leblos sind und sie nicht lange leben. Aber dennoch wird es als seine Ehre bezeichnet, da sie die Wasser zurückbringen. Das ist ja auch eine Ehre. Also bis auf das mit den Kindern. Das mit den Kindern ist... schüttelt den Kopf. Doch nicht normal. Es ist nicht bestimmt, dass Yarilo und Mara gemeinsam Kinder bekommen. Und es ist auch eigentlich nicht die Zeit, dass Yarilo und Mara heiraten. Das tun sie viel eher in der Tag- und Nachtgleiche, im Frühjahr.
Außerdem hörte ich einen Priester-ähnlichen Kerl umherziehen, trug ein Wolfsfell und hat an allen leeren Hütten geklopft. Und dort so viel gesagt wie ein Herd wurde im Dorf Baruschlaf errichtet. Und der Held, der die Wasser zurückbringen kann, ist dort mit seinem Weib willkommen. Würde mich nicht wundern, wenn der neue Jurai und seine Verlobte also nach Baruschlaf ziehen würden. Klingt ja noch. Es ist jetzt, die Erntezeit beginnt jetzt. Es ist eigentlich der Tag, an dem Yarilo Mara verlässt. Und Mara beginnt zu altern. Die Ritualmeisterin des Dorfes hat mit dem Mädchen zusammen Rituale vollführt. Es ging um Fruchtbarkeit, um Stärkung. Um Fruchtbarkeit, wenn sie doch unfruchtbar wird? Ja, wollen sie, ja genau das, sie wollen, denke ich, genau das verhindern, weil sie wissen, welches Schicksal ihr blüht. Also ich kann in diesen ganzen Sachen keinen großen Sinn sehen. Was? Also. Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum die beiden Warum das die beiden einzige, in andere Dörfer gehen? Warum die beiden, ja, warum beide in ein anderes Dorf gehen? Wenn sie nicht verwandt sind, dann gibt es keinen Grund dafür, dass sie dass plötzlich diese Probleme auftreten. Es sei denn, das Ritual bewirkt wirklich. Und ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass eine Art Band zwischen beiden entsteht, dass sie wirklich symbolisch die Rollen von Yarilo und Mara einnehmen. Dann wäre es ja kontraproduktiv, wenn die Fruchtbarkeitsrituale durchgeführt werden, oder? Die sollen ja keine Kinder kriegen. Darum geht es nicht. Es ging nie darum, dass sie keine Kinder kriegen sollen. Es ging darum, dass Yarilo und Mara Bruder und Schwester sind. Ja, ja. Und es nicht wussten. Also ich werde nicht schlau aus diesem Ganzen. Und die Wege der Götter, ne? Daraus werden wir nicht schlau, sonst wären wir Priester. Ja. Vielleicht sagt es ja Horinetsch etwas. Aber ich kann keine Verbindung zu dem feststellen, was wir in Tonscha gefunden haben. Nun. Und wenn das hier so ist, wie es den Anschein hat, ist es eigentlich eine gute Sache, das, was die hier tun. Dass Frauen seelenlose Kinder oder gar keine gebären, eine. Muss ja eine gute Sache sein. Weil alle anderen, weil das Wasser zurückkommt in die Welt und alle anderen Nahrung haben können, um Kinder in die Welt zu bringen. Aber trotzdem hat die Nivolle nicht recht. Das ist Das ist ein ungewöhnliches Datum dafür. Horinetsch hat schon recht gehabt, dass das ja alles nicht. Wir sind auch weit weg von zu Hause.
Aber er ist weit gereist und selbst er fand es nicht normal. Das Datum ist immer das gleiche, Milan. Die Daten sind die Tage im Jahr, die Feste sind die gleichen, die Namen mögen hier und da etwas anders sein. Aber die Geschichte bleibt die gleiche, auch wenn sie etwas anders erzählt wird, je nachdem, wer sie spricht, wer sie erzählt. Ja, bei diesem Ritual ging es ja auch nicht darum, sie zu verheiraten. Das war ja... Nein, die Verlobung ist schon vorher statt. Fand schon vorher statt. Dann hier wurde nur der Wasserträger... Václav meinte, seine Tochter hätte den Apfel schon letztes Frühjahr erhalten. Siehst du? Wenn ich mich richtig erinnere. So, ist es ein ärgerlicher Zufall? Nicht, wenn das jedes Jahr passiert. Dann passiert hier etwas. Naja, also sie schicken jedes Jahr einen. Ich frage mich nach dem Grund, Milan, warum sie das machen und warum es ihnen etwas bringen soll und wieso. Warum schützen wir unseren Baum? Weil wir gut damit gefahren sind, weil wir das schon immer so gemacht haben und gut damit gefahren sind und weil es recht so ist, wie wir es tun. Schützen unseren Baum, weil unsere Ahnen dort vergraben sind. Ja. Natürlich. Weil wir es schon immer mit unserer Ahnen dort vergraben haben und unsere Ahnen. Ne, weil es halt das Richtige ist, das zu tun. So, wenn diese Menschen der Meinung sind, dass das, was sie tun, das Richtige ist für die Fruchtbarkeit. Wie kann es richtig sein, wenn Leute seelenlose Kinder gebären? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Es ist nur eine, die ein seelenloses. Also, sie. Aber warum in anderen darum, Dörfern? Das ist doch die Frage. Das gilt es zu ergründen, Milan. Was versuchst du hier gerade zu machen? Reg dich nicht so auf, Alter. Bitte? Reg dich nicht so auf. Ich reg mich nicht auf. Du schreist. Ich versuche dir klarzumachen, was wir hier machen. Ja, was du gemacht hast, ist zu feiern. Statt dich umzuhören. Du stellst mir Fragen, lässt mir keine Zeit, sie zu beantworten. Nun, dann antworte. Danke. Was sie machen hier, ist halt das, was sie immer schon gemacht haben und nicht, also es ist halt, es geht nicht darum, dass die Frauen unfruchtbar werden. Das ist ein Übel, was passiert. Aber das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist, dass der Kreislauf behalten bleibt. Und das ist was Gutes. Dass die Frau unfruchtbar wird, ist tragisch. Es hat nichts mit tragisch zu tun. Ich sehe ihn halt auch wirklich an, als wäre er komplett bekloppt. Hier ist irgendeine Form von Magie im Spiel. Und es ist eine andere Magie, als ich sie kenne. Du kommst ja auch nicht von hier. Wenn das Ritual sagt, wir brauchen diesen... das Ritual sagt, also ich habe ja gesehen, was sie wollen. Sie wollen halt einfach nur einen Wasserträger. Ich war ja dabei, als sie es gemacht haben. Sie wollen jemanden haben, der das Wasser zurückbringt in die Welt. Das ist der Sinn und Zweck dieses Rituals. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist Yarilo. Genau. In diesem ganzen Ritual ging es um Yarilo, nicht um die Frau. Aber Yarilo hat nun mal seine Schwester geliebt. Und die konnten keine Kinder kriegen. Oder haben keine Kinder gekriegt. Das geht nicht um seine Schwester. Es geht um ihn, dieses Ritual. Und an ihm ist ja wohl nichts Schlechtes. Oder willst du sagen, er ist ein Teufel? Ein was? Na, er ist böse. Das sind sie beide nicht. Siehst du. Nichts dergleichen habe ich gesagt. Ich habe lediglich... Naja, doch, ihr verteufelt das, was sie hier tun. Was erzählst du hier, Milan? Du hast mich wir doch versuchen herauszufinden, was hier los ist und nicht uns das schön zu reden oder zurechtzulegen. Ja, nicht alles muss schlecht sein immer. Das habe ich auch mit keiner Silbe gesagt. Dafür hast du mich aber gerade angeschrien. Ja, weil
weil du das Brot mit ihnen teilst, ein bisschen Bier mit ihnen trinkst und dann denkst, sie wären deine besten Freunde. Nee. Doch. Nein. Genau das ist passiert, Milan. Ich denke nur nicht von jedem, dass das ein Arschloch ist. Auch das habe ich nicht getan. Ich habe bloß eine gewisse Vorsicht. Und wir sind hier hingekommen, um etwas herauszufinden, weil wir wissen, dass es etwas Pervertiertes gibt in dieser Welt. Ja, haben wir hier Anzeichen dafür gefunden? Nun, wir sind uns nicht sicher, oder? Kann es nicht sein? Also, das sieht nicht so aus wie das, was wir letztens gesehen haben. Es ist auf jeden Fall abnormal, was sie hier tun, dieser Brauch. Es ist nur anders, als was bei uns gemacht wird im Dorf. Nun, ich würde gerne mit Horinetsch darüber reden, weil ich denke, dass er tatsächlich mehr in der Rübe hat als du. Also. Gespräch ist hiermit beendet. Und damit wirst du den Spielamt beenden, ja? So ein richtiger Dick-Move. Ja. Ich nehme aber an, dass Goran erklärt das Gespräch für beendet und wendet sich ab. Ja. Ich warte, bis er weg ist. Ernsthaft? Er vertraut ihm mehr als mir. Der Junge hatte selber Angst vor deiner Magie. Und du bist auch nicht böse, denke ich. Ansonsten wären wir schon tot. Ich schaue dich nur kurz an, senke dann aber auch wieder den Blick. Also, was sagst du? Wozu? Zu dem beendeten Gespräch. Ich. Du hast mehr Ahnung als wir alle. Das Ritual selber ist nichts Schlechtes, aber irgendetwas passiert hier. Und was ich mich frage, das Dorf ist nicht groß. Wie schafft es dieses Dorf, jedes Jahr ein junges Paar wegzuschicken, ohne dass man das an der Bevölkerung merkt? Die Bevölkerung müsste schrumpfen. Sie sind sehr gastfreundschaftlich und nehmen sehr viele Leute auf, vielleicht. Mir haben sie es auch angeboten, die auch. Ja, auf jeden Fall muss dieses Ritual sehr wichtig sein, weil sie im Grunde genommen jedes Jahr eine junge Frau dafür opfern. Kommen denn die jungen Frauen immer aus diesem Dorf oder heiratet ihr einfach jemanden woanders her möglicherweise? Das Mädchen kam aus diesem Dorf. Dieses Mal ja, aber... Ich weiß es nicht. In dem Ritual wird ja nur der Wasserträger festgestellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollte der Vater von ihr nicht, dass sie mitgeht. Aber da sie schon versprochen ist, geht sie jetzt mit. Also das klingt eher für mich, als wenn das Mädchen woanders herkommt. Naja. Das Ritual muss trotzdem sehr wichtig sein, denn... Naja, es ist ja auch sehr... Also, denn sonst... akzeptiert ein anderes Dorf, dass eines ihrer Mädchen geopfert wird. Dieses Opfer ist groß. Sehr groß. Sehr groß. Und ich frage mich, warum? Naja, also... Viele Rituale sind... Viele dieser Form von Ritualen sind Rituale, um die Götter gewogen zu machen. Um sie zu ehren. Aber naja, nicht um zu opfern. Es ist eine Ehrung der Götter. Aber ich kenne kaum ein Ritual, bei dem Menschen geopfert werden. Und auch wenn ihr nicht direkt überm Ritualplatz die Kehle aufgeschnitten wird,
ist es ein Opfer. Und ich frage mich, welche Magie so etwas, was diese Magie macht. Denn die Geschichte von Yarilo und Mara stellt es nur bedingt nach. Und diese Geschichte nachzustellen wäre eine Ehrung. Aber das hier scheint mir etwas anderes zu sein. Ich weiß nur nicht was. Für den jungen Yarilo, den neuen, scheint es eine Ehre zu sein. Ja, er wird Yarilo. Und du kennst die Geschichten. Yarilo erlebt Abenteuer, vollbringt Heldentaten. Die verbringen auch ein sehr schönes Leben, nur nicht zu dieser Zeit. Wer? Oder okay, nimm mich mal kurz raus, aber ihr Leben ist auch gar nicht so schlecht, oder? Mara? Hm? Also sie stirbt auf jeden Fall, aber... Mara wird quasi, kurz nachdem sie ihre erste Blutung hatte, treffen die sich, sie verlieben sich, sie heiraten sofort im Frühjahr, im April. Zur Erntezeit stellen sie fest, dass sie miteinander verwandt sind. Yarilo verlässt sie, sie wird innerhalb weniger Wochen altert sie, wird zu einem biestigen alten Weibe. Sie wird der Winter, ja. Okay, ich dachte, das wäre eine Analogie, das ist ein bisschen länger gedauert. Nein, sie wird der Winter und dann im nächsten Frühjahr, je nach, also in der allgemeinen Geschichtenerzählung, geht sie ins Feuer und verbrennt. Aber sie wird dann wiedergeboren als junges Mädchen. Um dann als junges Mädchen wiedergeboren zu werden, letztlich vollführt sie diesen Prozess jedes Jahr. Während sie ist quasi die Natur, die im Winter stirbt und im Frühling anfängt zu leben, aber sie muss halt dafür brennen. Richtig. Und sie muss ein halbes Jahr ein biestiges, altes, krankes, schwaches Weib sein. Der Winter halt. Da steckst du der Frau. Ärgerlich. Okay. Da wird das natürlich nicht so gesagt haben, dass sie ein schönes Leben hat. Vielleicht weiß er es auch einfach nicht. Nö, er hat Mythos 1. Das sind die Dinge. Plus, es sind ja immer unterschiedliche Sachen, die unter den Männern erzählt werden und die unter den Frauen erzählt werden. Da werden ja andere Sachen betont. Eben, sie darf immer wieder als junge Frau geboren werden. Ja, die junge Mara kommt und bekommt von einem stattlichen Recken, einem Helden, einen Apfel geschenkt und darf ihn heiraten und entsteht in voller Pracht und der Rest ist Frauengeschichte. Ja, und dann wird sie halt wiedergeboren als Mara, ne? Also wieder halt jedes Jahr. Ja, ihr verbrennt sie ja jedes Jahr als Strohfigur. Also sie kriegt jedes Mal wieder eine neue Erneuerung, das ist doch toll. Gott, ich kann mir das nicht schönreden, wenn ich jetzt das ordentlich weiß. Ja, ich hoffe, es war wichtig. Ich frage mich nur, was das ist. Was da passiert. Naja, es ist... Es ist mehr als das Nachstellen der Geschichte. Es ist was anderes. Ansonsten würden sie das nicht tun. Glaube ich zumindest. Wir haben auf jeden Fall hier den fruchtbarsten Boden im ganzen Zahnreich. Hier ist die Kornkammer. Also ist das, was sie tun, vielleicht gar nicht so falsch. Ich weiß nicht, ob es falsch ist oder nicht, weil ich nicht genau weiß, was sie tun. Aber vielleicht. Vielleicht erkaufen sie. Vielleicht erkaufen sie das mit. Oder spenden sie dem Land die Lebenskraft, die sonst dem Kind und der Frau gehören würde.
So wie in der uralten Geschichte. Der Winter stirbt. Die junge Frau erblüht. Nein, es ist anders. Ich werde sehen. Ich weiß es nicht. Es ist nicht an mir, das zu entscheiden. Darf ich bitte zum Fluss gehen? Die anderen schlafen. Er zwinkert ihr zu. Es ist Tag, es ist nicht Nacht. Ja, da brauchst du auch gar nicht fragen. Dann steht sie auf und läuft weg. Auf halbem Wege. Und das sieht auch noch Milan kurz, der sich irgendwo erleichtert. Fängt Gosche sie ab. Wohin? Zum Fluss. Nein, jetzt. Juraj bringt bald die Wasser zurück aus dem Fluss. Nur das Nötigste vom Fluss. Besser vom Brunnen unter Baum, unter Achse oder Brunnen etwas weiter, da hinter dem Haus von Baruschnik. Fluss nur, wenn ganz wichtig. Nicht dich waschen im Fluss. Nicht trinken vom Fluss. Und keine Fische holen vom Fluss. Warum? Wasser sind gefangen im Fluss und Juraj holt befreit. Und sieht ihn an. Ich kenne diese Form des Rituals nicht. Du bist Smey, natürlich nicht. Was? Was genau passiert bei diesem Ritual? Wenn du große Reise und du gehst in Zoladik Mokosch und bist befreit von Weiß. Sie nickt. Der Weg bis zu Smey ist weit gefährlich. Zu weit für junges Ding wie dich. Wir bieten Swoboda Freiheit. Ah, da, der Gefährte Milan. Ja, er versteht, er trägt Freiheit im Herzen. Er trägt Swoboda mit sich. Du könntest auch haben Swoboda. Du bist zu still, zu schüchtern. Du guckst mich kaum an, wenn ich rede mit dir. Was bietet dir die Schlange? Und du kannst haben Swoboda.
Wenn du kommst zurück aus der Ladik Mokosch, wenn du bist neu geboren in ihrem Leib, denke nach. Das Meh. Wir schenken dir Swobda. Und dann kannst du sehen, die Wasser sind gefangen in der Höhle des Flusses, die sich auftut, Kupala. Wenn Jarido holt die Wasser aus dem Fluss und lässt sie herunterfallen von dem Himmel. Und Mara? Warum fragst du? Ich kenne nicht Mara. Sie heißt anders hier, glaube ich. Morana ist nicht Mara. Was ist Morana? Morana zieht aus an Seiten von Yurei und werden aufgenommen als neues Paar. Und warum? Warum kann sie keine Kinder kriegen? Zucker. Was hast du gehört? Dass die Kinder ungeboren in ihrem Leib sterben. Oder seelenlos geboren werden. Und die Frau mit ihr vergehen. Viele Frauen, wenn sie gebären, sterben. Bei Yarilos Gefährtin scheint es ungewöhnlich oft zu passieren. Wo hast du her? Wer hat gesagt? Naja. Es war... Wir waren im Haus, als du mit dem anderen Mann gesprochen hast, mit ihrem Vater. Gelauscht. Nein, ich habe gekocht und aufgeräumt. Aber ihr habt nicht leise geredet. Er hat Angst. Und außerdem, er ist ein Mann. Er versteht nichts von Frau. Du weißt, wenn die Frau gebiert das Kind und die Schlange wird durchschnitten vom Baum des Lebens, der ruht im Bauch der Frau. Kommt die Rojenitsi, die andere Frau, und nimmt den Baum, ohne dass man ihn sieht, und vergräbt ihn am Grab der Ahnen. Kein Mann sieht je den Baum des Lebens, der ruht in Mutter. Und so weiß auch dieser Kerl nicht, was wirklich passiert. Er ist ein Mann, er hat keine Ahnung von den Dingen. Warum hatte das Mädchen dann solche Angst? Ja. Du denkst, weil du hast immer Angst, weil du immer fürchtest, dass sie, sie ist glücklich. Große Ehre. Du kannst heute sehen. Heute bezwingt Yurei 12 Burschen. Und sie wird jubeln und sie wird glücklich sein, dass sie ist ihm versprochen.
Melania nickt. So, heute, du musst nicht mehr sammeln. Wir haben da Bluten mit, und wir machen Farbe. Katjenka zeigt dir, wie wir machen. Und dann färbt ihr Stoffe. Melania nickt. Sie sitzt da drüben. Ah, und macht dir nicht, Erde ins Gesicht. Ich vertrag die Sonne nicht gut. Ne. Setz dich unter Hausdach, Schatten. Sie nickt. Du kannst dort Farbe machen. Danke. Er nickt, du spürst, wenn du dich abwendest, seine Blicke im Nacken, im Hinterkopf. Und dann, wenn du dich der Katjenka vorstellst, siehst du, wie er einen Schlenker macht in das Haus des ehrenvollen Vaters der Morana. Um eine Unterhaltung zu führen. Immerhin muss seine Tochter jetzt ja glücklich sein. Sie darf zeigen, wie glücklich sie ist. Sie war überwältigt von all dem Glück, das in sie eingefahren ist. Без верху, живи, живи, батюшка, без дочери, без дочери, без моей я войны, я головы, головы, без моей да деви красоты, красоты.